Hallo Leute, hier ist wieder Fat Gamer und Stets Mario. Mario, genau. Und wir spielen Ikaruga für den Xbox irgendwas. 360, auch genau. Xbox 360 und zwar vom Markt her. Also vom Xbox Markt kann man es kaufen. Es ist ein Shooter. Man kann shooten. Ja, man kann erstens shooten und zweitens das Coole halt ist, so hier seht ihr zum Beispiel blauen und so rote Gegner. Das heißt, man kann immer das Schutzschild ändern, dann ist man entweder gegen den blauen Schuss immun oder gegen den roten Schuss. Wow! Geil. Also ich bin jetzt gerade der gegen den blauen Schuss immun ist und das stellt sich gegen den roten. Wir haben jetzt die Vollversion, hat sich gestellt, kommt und es macht eigentlich sehr viel Spaß. Wir schauen mal, wann wir abblusen, weil so Southwalk schwer, ich bin schon mal abblust. Ich bin Player 1. Yeah. Was du Loser! Gott, hey. Die Musik ist lustig, das Spiel ist lustig, ja. Spaß ist natürlich ein bisschen retro-mäßig, deswegen habe ich auch reingenommen in die Video-Preview. Wir machen jetzt einen Test dazu. Ja genau, das ist ein Test, das ist kein Preview. Wow! Nicht abgelöst, schade. Ja, Stets ist abgelöst. Ja, was soll ich? Ich bin auch nur ein Mensch! Geht's. Also die sind bis jetzt noch keine Herausforderung so. Aber der Endgegner hat zum Beispiel schon mal einen Endsieg von dem Level. Einigermaßen. Wir haben einen Endsieg. Und. Ja, oder jetzt zum Beispiel, das ist auch mies. Ja, okay. Wir haben es eigentlich geschafft, ja. Und die Scheißdinger. Weg! Na toll, die wechseln sich immer toll ab. Wir sind voll in der Mitte. Man muss die Angriffsmuster einfach kennen, dann sind sie ein bisschen leichter, die Gegner. Und jetzt kommt der Endgegner. Oh mein Gott. Vom ersten. Wir haben ihn schon einmal besiegt, aber jetzt müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, ob das was ist. Das ist jetzt müssen wir halt den ganzen Kugeln hier auswerfen. Da muss ich sehr von Zwittern, gut jetzt, neuer Schild. Komm, ist dein Scheißschild. Ey, nimm den anderen. Jawohl. Ich bin Commander. Yo, Commander. Nehmt den anderen Schild. Ich geb die Taktik an. Okay, und jetzt wird's übel, weil jetzt tut er mit beiden. Und jetzt kann er die Kugel von abschießen. Au. Also es ist ganz einfach, dann machen wir jetzt zum Beispiel hier so, jetzt einen anderen. Und dann ist er auch schon weg. Und schon haben wir etwas geschafft. Juhu! Ja, ein Erfolg! Oh mein Gott! Und wir haben einen Erfolg geschafft! Yeah! Nochmal ein. Das erste Level, das Demo-Level, wir haben ein paar destroyed. Ja, ein paar, und haben wieder nur Rang B geschafft, wir Loser. Ja, aber ich habe mehr, was du noch? Oh Gott, jetzt geht's los. Jetzt geht es, glaube ich, das richtige Game los, weil das ist immer der Vorgeschmack. Ja, hast du mich blockiert? Ah, scheiße, ist nicht so dran. Okay. Es gibt natürlich auch, glaube ich, irgendeine Art, ich wieder drauf kann. Superschuss oder so, und ich bin bald nicht mehr dabei. Ja, der geht auf R. Hier bist du dabei. Ich habe Continuous angemacht. Ah, Continuous an, okay. Kann man schon wieder einstellen. Glück hier, weil sonst wäre ich jetzt drauf kommen. So, die Levels sind eigentlich ganz nett irgendwie. Finde ich. Was sagst du? Du musst Gas geben. Was sagst du? Ja. Was ja, gut. Was ja, natürlich. Also und so für zum Runterladen finde ich ganz lustig. Ja. War aber super mies, oder? 3 Euro. Nur, ich habe 0 Chain. Nein! Ja, schafft. Also, wollen wir nicht. Ja, super, wenn ich ein bisschen drauf kann. Also, geht das schneller drauf als Captain Crack. Captain Crack.
Was war das schon wieder? Ja, genau. Ich gehe links, ich gehe rechts. Wow. Ja. Wäre schon nie gegangen. Irgendwie. Ach, das kann man mal testen. Ja. Oh, ist da außen vorbei. Ja. Aber das Ding wechseln. Ja, immer die Farbe wechseln. So ist das okay. Ja, das finde ich noch fair, aber ansonsten. Kommt die auf, Ja, jetzt nicht. Ja, super, schon wieder irgendwo dagegen geflogen. Gut, dass die Continues anmacht haben. Ja, zum Glück. Also ich muss ehrlich sagen, boah, ich finde echt das nicht, jetzt ist nämlich richtig mies das Spiel. Nein! Ja, das ist wirklich heftig. Boah, ich hab doch gewechselt. Ja, ich hab schon gewechselt, schau mal das an. Ah! Schau mal, ich wechsle, ich schaff's sogar, ich muss mal bitte. Ja, toll! Aber es ging nicht immer so. Gib mir die Scheiße! Was nicht um mich zerstört. Nein! Continuous habe ich noch keinen. Boah. Das heißt, ich bin ganz allein oder was? Na toll. Also Leute, ich schaffe es irgendwie. Boah, kacke. So bin ich jetzt. Keine Ahnung. Aber ich hab einen Change. Hey, jetzt kannst du wieder einsteigen, glaube ich, oder? Nö. Wow! Toll. Na, toll. Ich hab da keinen Spaß. Also, wir sind Game Over. Ihr seht, es ist ein ultra hartes Spiel. Aber es macht Spaß. Ich würde dem ganzen Spiel insgesamt 75% geben, weil es einfach ultra schwer ist. Und man kann es zu zweit spielen, es macht schon Spaß, aber ansonsten. Wenn ihr gerne einen Controller an die Wand werft bei schwierigen, kniffligen Spielen, dann ja, wenn ihr viel Geld habt. Holt es euch bitte nicht. Alles klar, das war Fat Gamer und Mario. Und Mario steht. Mario steht mit Ikaruga für die Xbox 360, für den Marktplatz. Kostet übrigens 800 Microsoft Points. Also, holt euch, zockt es einfach und nach 5 Minuten schmerzt bitte das Pad aus dem Fenster. Alles klar, bis dann. Ciao.